Hallo und herzlich willkommen hier bei GameTesticaler.de. Ich bin der Max und heute möchte ich euch ein bisschen Ultimate Team mal wieder zeigen. Und zwar haben wir hier einen Gegner, der in der GTA-D-Liga gerne Manager werden wollte. Und ich habe einfach mal gedacht, Mensch, versuch's doch mal gucken, wie er so ist. Einfach mal eine Runde testen. Und werde euch heute mal die erste Halbzeit als Gameplay bringen. Diesmal als volles Gameplay, weil genug Leute geschrieben hatten, ja, nicht so viel rausschneiden, die Adjustments zeigen und solche Sachen. Und das werden wir heute auf alle Fälle mal machen. Das Einzige, was ich jetzt rausschneide, ist, wie ich mein Team auf die Position umstelle. Und ab jetzt gucken wir uns das im Ganzen an. Viele fangen im Lauf an, drei Titans sehen wir auf dem Feld, da komme ich gerne in 3-4-Over raus, lieber noch in 4-3-Over mittlerweile, aber das hat das Playbook nicht, vielleicht wechsle ich da nochmal. Drei Titans ist meistens ein Lauf und oder eine Play-Action. Oh, er fängt mit dem Counter an. Und kriegt einen netten Hit ab. Für keinen Yard. Okay. Counter ist eher ungewöhnlich, viele laufen daraus ein Stretch oder ein Dive am Anfang, um mal die Defense anzutesten. Jetzt wechselt er, zwei Receiver, zwei Titans, riecht für mich sehr wieder nach Lauf oder Play-Action, könnte aber auch Deuce Close sein, ist es nicht, das sehe ich, es ist Single-Back-Ace. Rechts. Okay. Da war er. Okay, der Quicksilence probiert, um einfach mal ein paar Yards zu kommen, dritter und 10. Da hat er aber schon in Coverage geworfen, da habe ich einfach mal ein bisschen Druck gebracht aus der 3-4-Odd. Einfach mal einen Crossfire-Blitz auf ihn geworfen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Nicht wundern, warum ich in den Saints-Trikots spiele. Ich mag dieses Weiß-Gold. Okay, wir gehen die Route mit, wir gehen die Route mit. Oh. Okay. Da hat er gewartet, bis wir weg waren. Aber da war zum Glück der Verteidiger. Interessant. Er bleibt in diesen Heavy-Sets, nenne ich das jetzt einfach mal. Ungewöhnlich, aber mal sehen. Jetzt warten wir einfach mal hier den Punt ab. Dion Lewis als Returner, da stelle ich ungern jemanden hin. Zum Beispiel Tomlinson, der danach sofort spielen muss. Lewis ist unser dritter oder vierter Running Back und ist ein sehr guter Returner, wie auch in der richtigen NFL. Und wir versuchen es einfach mal mit dem Lauf, dem allseits geliebten Pitch. Ich stelle noch ein paar Audibles um, falls ich doch den Lauf nicht sehe. Falls ich sehe, okay, der ist zugedeckt. Sollen wir einfach mal gucken. Okay, komplett grüne Box. Links außen sehr viel frei. Schieb mal noch einen zusätzlichen Blocker rüber, wie ich das auch in meinem Tutorial-Video gesagt habe. Und das ist der Pitch. Tomlinson. Hält der Block. Spin. Schade. Aber gut, für 10 Yards. Das reicht uns ja von Anfang erstmal. Okay, wenn der Lauf gut geklappt hat. Gut, gehen wir mal in ein Set, was eher ungewöhnlich ist. Diese Near, Far, Weak und Strong Formations werden eigentlich nicht gespielt. Strong ist jetzt, Strong Close ist mit dem letzten großen Madden-Turnier mit der Ultimate League in Mode gekommen. Aber gerade diese Weak-Sachen, diese Slot-Sachen. Ein paar Motions, ihr seht's. Receiver rausgemotion, dann nimmt den Tackle daneben und wir haben den ersten Touchdown. Megatron, zu Weihnachten rausgekommen und immer noch eine Hammerkarte. Mittlerweile echt günstig zu haben, also wer ein Team hat, mit dem auch ein bisschen competitive spielen will, der sollte unbedingt Megatron holen. Hat einigermaßen gutes Run-Blocking, genug Speed. Mit dem neuen Update habe ich ja auch diese Uniformen, die mir diese Chemistry-Styles geben, drunter. Das heißt, ich habe die Freeze-Uniforms drunter. Aber kann mittlerweile die Uniform anziehen, die ich will. Das ist schon ganz nice. Sonst hat man nämlich immer gegen diese Freeze-Frost-Promo-Uniform gespielt. Und das ging einem dann doch irgendwann ganz schön auf den Senkel. So, er kommt wieder mit drei Titans. Sieht wieder sehr... gefällt mir nicht. Überlege, ob ich die Cover-Typen drin lasse. Aber ich bringe lieber Mac rechts rüber, um den Lauf besser zu stoppen. Mit seinen 97 Block-Shed. Meine Cover 3 mit Hard-Flats. Einfach mal gucken. Schieben einfach mal rüber, weil er seinen nächsten noch rüber motiont. Und da ist der Pick. Shazier. Flashback Shazier.
Das ist das, was ich immer auch im Stream schon mit Baiten erzählt habe. Er hat doch zwei Routen gehabt, eine Tiefe in und die Drag. Ich habe erst die Tiefe angezeigt, habe die kurze gedeckt und bin aber dann, als er die Wurfanimation beginnt, einfach auf die Tiefe gegangen. So fängt man dann Interceptions. Okay, jetzt gehen wir mal an Strong Close, das jetzt so wahnsinnig beliebt ist. Die Box ist zwar rot, aber ich sehe links nur zwei. Das gefällt mir eigentlich nicht so richtig. Bleib mal bei der Play-Action. Kurz auf den Running Back. Tomlinson mit dem Spin. Noch ein Spin hat nicht geklappt. Das ist Madden 18 zusammengefasst. Kurze Pässe auf die Running Backs, auf die Tight Ends, mal eine Innen-Out-Route. Man muss nicht immer tief gehen mit diesen Spin-Moves, mit diesen ganzen speziellen Moves. Es ist einfach so, dass man sehr, sehr weit kommt. In Madden 17 wäre das jetzt vielleicht 3 Yards gewesen, so waren das jetzt hier 10, 15. Okay, versuchen wir mal den Inside-Run. AP. Er kommt sogar durch. Da hätten wir die Lücke rechts eigentlich noch sehen können, aber wir haben das Tackle-Battle gewonnen. Sehr schön. Gut, damit sind wir hier schnell 2 Touchdowns in Führung gegangen, wenn jetzt noch der Extrapunkt klappt. Und dann einfach mal sehen, wie unser Gegner reagiert. Ach, danke Computer, danke Lag, danke Verbindung. Passiert, weiter geht's. Wir haben jetzt also gesehen, was ich auch immer predige, vorausschauende Spielen. Wir haben also gesehen, er spielt sehr viele dicke Sets, sehr viel enge Sachen, sehr viel Titans auf dem Feld, versucht die Kontrolle über den Lauf zu kriegen. Dann über kurze Pässe. Also brauchen wir jetzt hier keine tiefe Zonenverteidigung zu spielen, sondern können entweder die kurzen Dinger zustellen oder wir machen halt richtig, richtig Druck auf ihn. Das sind so Sachen. Einfach mal testen, wie kann er damit umgehen. So, jetzt richte ich mal hier noch mein Set ein. Der Blitzer nach links, der Coverboy als Right Outside Linebacker, immer von oben drauf geguckt. Jetzt kommt er mal mit 3 Receivern, okay. Dann bringen wir mal unseren Blitz. Was heißt unseren Blitz? Wir bringen mal einen unserer Blitze. Ah, sehr schnell, Play Action. Oh, was war denn das? Eine Read Option. Halleluja. Eine Read Option mit Drew Brees. Interessant. Noch schnell zum Cover Blitz gewechselt, weil ich gesehen habe, zur Cover 4 gewechselt, weil ich gesehen habe. Das kriegen wir zeitlich nicht ganz hin, weil er sich doch sehr schnell aufgestellt und gesnappt hat. Hier wieder 3 Titans. Ich habe mal das Dollar-Set ein bisschen vorbereitet, aber gegen 3 Titans spiele ich natürlich nicht Dollar. Da sind mir dann zu viele kleine, flinke Leichtgewichte auf dem Platz. Okay, Cover 4 mit Hardflats. Mal gucken. Einfach als Basis wieder. Okay, am Lineman hängen geblieben. Den hält er sogar fest. Interessant. Schade, hat Bobby Wagner nicht genug Hitpower mitgebracht. Aber wieder Titan Drive, wieder ein sehr ähnliches Konzept. Jetzt wird er vielleicht laufen. Mal sehen. Setze den Blitz mal ab. Ja, es wird wieder Richtung Counter. Da kommt er durch. Aber Ramsey ist da, sehr schön. Also wenn Leute unter Druck kommen, spielen sie ganz oft die gleichen Sachen. Das ist bei mir ja ähnlich. Ich spiele dann meine ganzen Bunch-Sachen oder Singleback Doubles North und solche Sachen oder mein Spreadset. Aber er ist halt sehr eindimensional in seinem Spiel hier bis jetzt. Okay, aber ist nicht schlimm. Da ist die Zeit abgelaufen. Aber wir lehnen die Strafe einfach mal ab. Ist ja hier ein Freundschaftsspiel, geht ja um nichts. Ist einfach mal, um zu sehen. Okay, wieder 2 Titans, 2 Receiver. Wenn ich das sehe, denke ich immer sofort an Deuce Close. Unser Mittellinebacker tief. Wir pressen mal. Weil es mich doch. Okay, wird ein Pass. Okay. Da hat er mit dem Druck von der Seite nicht gerechnet oder hat ihn einfach nicht gesehen. Und da ist Mac Attack einfach mal durchgeflogen. Schön, gefällt mir. 3. und 12, das wird jetzt höchstwahrscheinlich ein Pass. Da gehe ich dann ganz gerne in mein Dollar-Set, auch wenn ich das mittlerweile eher ungern spiele. Vielleicht doch mal wieder das Playbook wechsle. Vielleicht doch mal Richtung 4-3 mal was versuche. Der Crossfire-Dollar-Blitz und er schafft es wieder nicht rechtzeitig. Aber wir lehnen mal wieder ab, weil er soll ja hier nicht 3. und 17 haben, er soll ja Spaß haben. Ich will ja sehen, was so funktioniert, was er so macht in den Situationen. Jetzt hat er halt Druck, jetzt muss er passen.
Wir gucken einfach mal den Blitz wieder hingestellt. Ich muss mit Chazier die ganze linke Seite bearbeiten, weil dort kein Computerplayer spielt. Play Action. Und da kam der Blitz reingeflogen. Gegen Play Action ist der sehr effektiv, wenn man schnell einen Nickel hat. Slay hat, glaube ich, 92 Speed hier in Ultimate Team. Mit dem Item, das hier auf dem Platz steht, das ist schon ganz nett. Und er puntet wieder zu Beginn des zweiten Viertels. Er bleibt also seiner Linie treu. Mal gucken, ob er jetzt in der Defense, die wir ja von ihm noch eigentlich gar nicht so richtig gesehen haben, ein bisschen mehr auf die Platte stellen kann. Oh, Louis. Schade. So. Das könnte man ihm jetzt hier anbieten. Komm mal im Pitch raus. Wieder ein sehr compressedes Set. Da kommt der Blocker. Und. Oh, ausgetanzt. Schön stehen geblieben. Und LT ist schneller. Mistake. Touchdown Tomlinson. Wer sich wundert, was das für ein Move war, wo er einfach stehen geblieben ist, das ist, wenn ihr den rechten Stick sowohl auf der PlayStation als auch auf der Xbox einfach mal im richtigen Moment nach hinten zieht, dann bleibt er stehen, stellt sich auf die Zehenspitzen und wenn der Gegner den Tackle zu früh ansetzt, springt er da vorbei. Okay, Pitch Defense hat er schon mal nicht. Aber gerade wenn ihr Ultimate Team spielt, wenn ihr Weekend League spielt oder auch Seasons in etwas höheren Bereichen, ist es so, dass ihr eine Pitch, eine Wham und eine Dive Defense braucht. Das heißt, ihr müsst dieses Tight Slots, diesen Pitch Dive verteidigen können und Deuce Close, Halfback Wham und Tight End Angle, was da rauskommt. Das sind so die Basics. Gibt Weekend League Spiele, da spielen Leute nichts anderes. Und sie sind erfolgreich damit, weil es ihnen das Spiel erlaubt. Und dafür brauchst halt gewisse Adjustments, die auch von Spieler zu Spieler, von Formation zu Formation unterschiedlich sind. Das macht das Ganze halt so schwer dieses Jahr. So. Also ist er wieder in der Offense. Durchwechseln, mal einen schnelleren Slot auf die andere Seite stellen. Ja, ist jetzt wieder relativ heavy das Set, aber wir kommen auch mal einen Dollar raus. Mal gucken, was er macht. Wieder Singleback. Schön. Tja. Chazier. Danke. Gedacht, er kann mich überwerfen, aber Chazier hat einfach einen zu hohen Jumping-Wert und war auch in dieser Position einfach wahnsinnig wichtig. Er hätte nicht weiter vorne stehen können. Da wäre jetzt ein Anthony Barr noch schöner gewesen, der noch eine ganze Ecke größer ist, aber nicht so viel Speed hat und quasi das Doppelte kostet. Den hatte ich auch eine Weile, aber das hat sich eigentlich nicht gelohnt. Eine Karte für 600.000-700.000 ist immer ein bisschen schwierig, gerade in dieser Phase von Madden im Jahr, wo echt viele Karten rauskommen, viele gute Karten rauskommen. Singletary ist jetzt rausgekommen. Ein wahnsinnig toller Linebacker. Na, mal schauen. Diesmal versagt uns der Extrapunkt nicht. Der Lag ist uns gnädig. So, mal gucken. Wir kicken einfach. Nicht tief, den wird er returnen. Okay, war sich erst nicht sicher. Und da wird er fast getackelt, dass der Ball rauskommt. Okay. Bleibt er bei seinem Heavy Set? Ich bin schon mal in der 3-4 drin. Er sucht wahrscheinlich. Er sucht. Ah, wieder sehr heavy. Schieben mal die Line vorne zusammen. Oh, den wirft er weg. Da hat man mit dem User schön zugestellt. Dann kam der Druck dann irgendwann durch. Quickslants. Okay. Ist irgendwie in letzter Zeit, habe ich auch in der Liga jetzt häufiger gesehen, sehr beliebt geworden. Keine Ahnung warum. Aber okay, warum nicht? 2-10. Wieder 3 Titans. Das war eng.
Das war eng. Dachte ich nicht, dass er hinwirft, bin ich mit dem User schon wieder weg. Er ist bei Jet 6 Drive einfach geblieben. Interessant. Und jetzt wieder ein sehr compressed Set. Dem User mit. Sie wirft auf den kürzeren. Okay. War die bessere Wahl, sonst wäre es vielleicht wieder ein User-Pick gewesen. Bench. Ja. Too close. Hatte also auch ein Playbook. Interessant zu wissen. Jetzt weiß ich. Okay, aber er geht aus dem Set raus. Das ist einer der Fehler, die man eigentlich nicht machen sollte. Kann ich euch nur empfehlen. Weil er hat jetzt noch nicht viele Yards gemacht. Der hat jetzt gut geklappt, hat ihm 6 Yards gebracht. Warum geht er jetzt aus dem Set raus? Ah, User hängen geblieben. Passiert. Wenn was funktioniert, warum nicht bis zum bitteren Ende weiterspielen? Oder bis es zumindest nicht mehr funktioniert. Jetzt wieder 3 Tight Ends. Mit Hardflats, weil ich... okay, diesmal kommt er gut durch. Da stinkt er was mit der Line nicht. Haben wir uns irgendwie verschoben oder die falsche Aufstellung gewählt? Wieder mit dem Counter. Das ist wohl so sein Lieblingsspielzug. 3 Receiver, dann gehe ich wieder einen Dollar. Mittellinebacker tief, damit die Cover 2 nicht überspielt wird. Ist aber immer gefährlich, weil ich nur mit dem User jetzt die kurze Mitte habe. Und gerade gegen... hat bis jetzt viel kurze Sachen geworfen. Wir decken... Hehe, Earl Thomas. Dankeschön. Gegen Gun Bunch. Immer schön, Dollar zu spielen. Viele flinke Leute auf dem Platz zu haben. Und dann kann man auch mal Earl Thomas haben, der solche Dinge macht. So, das ist eine Formation, die jetzt in der Ultimate League relativ beliebt ist, wie ich vorhin schon sagte. Auch ein Setup, was Tweez, der Pro, gerne spielt. Und jetzt hier viel mit Lowball gearbeitet wird. Wenn der Ball nicht einfach so in die Grasnarbe gehen würde. Okay. Naja, okay. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal. Gehen wir zum ersten Mal richtig hin. Mein so geliebten Gun Bunch. Wieso geliebt? Es spielt es einfach seit 2-3 Jahren, weil das die Meta seit 2-3 Jahren ist. Es gibt sicherlich gerade für den Casual-Bereich auch viele andere interessante Formationen. Aber das ist einfach, diese Routenkombination hat sich so eingebrannt, dass es mir einfach leichter fällt, das zu adaptieren. Das ist halt was, sind Spielzüge dabei, wie Corner Strike, PA Post und solche Sachen, die sind einfach seit Jahren dabei. Z-Spot war das Go-To-Play letztes Jahr, das ist hier jetzt dick Halfback Out mit dieser Z-Spot-Route. Okay, jetzt nimmt er ein Timeout, jetzt stand er wieder in der Cover 3, die hätte ich jetzt gerne überspielt, aber naja. Wir tauschen einfach mal die Receiver-Seiten aus, um da mehr Speed von Jerry Rice zu haben auf der Top-Bunch-Position. Also das soll jetzt ja kein Plädoyer sein, das West Coast Playbook für 100.000 in Matt zu kaufen oder das zu spielen. Es ist halt ein sehr spezifisches Playbook. Die Runs daraus sind nicht wahnsinnig einfach und vielfältig. Man muss halt echt eine ganze Weile suchen, ehe man sinnvolle Sachen findet. Oh! Chad Johnson mit dem Spin. Und da ist der Engel nicht so gut. Es soll jetzt kein Plädoyer sein, das West Coast zu spielen, wie ich schon sagte. Die Meta ist immer noch viel zu laufen in Madden 18 und das würde ich auch jedem Anfänger bis Fortgeschrittenen empfehlen, viel zu laufen, sein Spiel darüber zu definieren, aufzubauen und wenn der Gegner dann nicht damit rechnet, mal einen Pass einzustreuen, mal eine Play-Action zu spielen. Ich weiß, es ist wahnsinnig ermüdend, gegen Leute zu spielen, die nur laufen, aber das ist das Spiel dieses Jahr. Der Lauf ist so einfach wie seit vielleicht 8-9 Jahren nicht mehr. Und vor allem so effektiv. Mit den Spin-Moves, mit den Trucks, auch wenn sie das jedes Mal versuchen zu patchen, irgendwas Neues kommt dann doch wieder durch. Und gerade gegen die 91 Zone Coverage, Leute, die man ab einem gewissen Level einfach haben muss und die dann auch jeder spielt, mittlerweile sind die ja nicht mal mehr teuer, ist das Passen auch echt schwierig. Und man braucht Routenkombinationen, die wirklich gegen spezielle Coverages dienen. Das heißt, eine Cover 2 schlage ich durch bestimmte Routen aus bestimmten Formationen, eine Cover 3 dann halt anders. Es funktioniert halt irgendwie nicht mehr. Ich wähle jetzt hier auf Back Wheel und werfe immer auf die Mitte. Das geht halt irgendwie leider nicht mehr. So, er bleibt bei seinen 3 Titans. Gucken wir uns das mal hier bis zur Hälfte noch an. Kommt wieder der Lauf. Der Blockshot ist da. Einen schönen Lauf hat er gehabt. Ist wieder der Counter, den er nach innen bringen wollte. Aber so viel Zeit hat er aber nicht.
Drei Receiver, okay. Versuchen wir mal was ganz anderes. Spielen wir mal OLB Strike, einen anderen Blitz hier raus. Ein Cover 2 Blitz, wo ich wieder die Mitte halte. Gehe mit meinem User mit. Oh Gott, da war ich mit dem User zu schnell. Shazier ist zu schnell. Das passiert manchmal. Da hätte ich einfach einen Step stehen bleiben müssen. Dann wäre ich schön mit ihm mitgelaufen. Aber so war ich einfach zu weit vorne. Das war aber mein Fehler. Aber 3. und 8. Da bringen wir natürlich wieder Druck, Druck, Druck. Wieder unseren Looping Blitz. Wir müssen links auf die 14 aufpassen. Alles über die Mitte. Ah, okay, war jetzt zu viel über die Mitte. Hat er genug geblockt und ich hätte mit meinem User einfach drei Leute decken müssen. Er nimmt das Timeout. Das passiert halt, wenn man zu viele schickt. Ich habe jetzt 5 Leute geschickt. Und wenn die geblockt werden, bin ich halt mit dem User über die komplette Mitte verantwortlich und gegen 3 muss man sich einfach für einen irgendwann entscheiden. Okay, jetzt bringen wir mal noch mehr Druck. Blitzen den anderen Outside Linebacker mit. Uhuhuhuhu. Shazier, den darf man fangen. Schade. So, jetzt wird er doch wohl... Komm, wieder mit 2 Tight Ends. Nach knapp 70 Yards zu spielen, 22 Sekunden und ein Timeout und kommt in so einem Heavy Set. Bencher. Oh, Ronnie. Das darf aber auch mal ein Pick sein. Das sind immer so die 3-4 gleichen Plays. Wenn er die in der richtigen Reihenfolge antizipiert und seht, okay, aus Deuce Close hat er bis jetzt eigentlich nur Bench gespielt. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal Deuce Close seht, könnt ihr sofort an Bench denken. Das heißt, die Außen verteidigen. Die Mitte ist relativ frei. Das heißt, ihr könnt den User auch nach außen ziehen. Und das ist der nächste Pick. Ramsey. Und wieder aussteigen lassen. Reiß dich los. Sehr schön. War wieder der Move. Jetzt mit dem Tackle anfliegen sehen. Bin stehen geblieben. Rechter sich nach hinten gezogen. Ja, so richtig viel Offense konnte ich euch hier bis jetzt nicht zeigen. Und nach der Halbzeit werden wir das hier wohl abbrechen. Und ich werde bis zum Ende vorspulen. Weil das, glaube ich, an sich sehr ähnlich weiterverlaufen wird. Und damit möchte ich euch da nicht langweilen. Was ihr mitnehmen sollt, ist einfach antizipieren, wie ich das mit dem User erklärt habe. Das habe ich ja schon im Tutorial mal gesagt. Die sogenannten Routen baiten. Einfach von oben nach unten springen. Das braucht wahnsinnig viel Erfahrung und Zeit. Man springt mal daneben, mal fängt der User nicht. Aber den Mittellinebacker zu steuern, ist immer effektiver, als einen Sack mit dem D-Liner zu kriegen. Weil eine Interception kann das Spiel entscheiden. Ein Sack kann das Spiel verzögern, kann es auch mal entscheiden, aber eine Interception, das werdet ihr wohl zugeben, ist wesentlich wichtiger als ein Sack. So, 4 Sekunden. Wieder Heavy Set. Okay. Und wieder Formation erkennen. Er steht wieder, 2 Receiver links, die beiden Tight Ends sehr eng an der Line vorne. Das hat er vorhin schon ein paar Mal gemacht mit dieser Play-Action. Also bringen wir den Blitz. Gut, da habt ihr heute erstmal eine Halbzeit gesehen. Ich blende euch jetzt mal das Endergebnis ein. Das ging nämlich noch ein Stückchen so weiter. 68-0. Ja, war ein bisschen einseitig, aber das Ganze dient ja eigentlich auch erstmal nur der Anschauung. Das heißt, ihr sollt sehen, welche Adjustments bringe ich. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das vielleicht mal versuchen, ein bisschen zu kopieren. Die Basic-Sachen, diese Cover-4-Basics oder was ich gegen den Lauf spiele, ist alles in den Tutorials, das ist alles nichts Magisches. Ein paar Blitze sind dabei, die sind ein bisschen komplizierter und vielleicht für den Anfang erstmal nicht geeignet. Aber es ist einfach sehr viel Football-Knowledge, worauf es ankommt. Sind gar nicht die Spielzüge, das Team ist es natürlich ein bisschen, aber es geht erstmal darum, zu verstehen, was der Gegner auf den Platz stellt und was stelle ich dagegen. Wenn er mit 3 Titans rauskommt, kann ich halt nicht in Dollar mit 6 Cornerbacks kommen oder mit 6 Defensive Backs rauskommen. Das funktioniert einfach nicht. Einfach ein bisschen Football-Wissen. Und das eignet man sich durchs Spiel an, durchs NFL-Gucken. Das macht Spaß und man lernt ein bisschen was dabei. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Wer noch kein Abo dagelassen hat, kann das bitte tun. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und da sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich bin der Max und ich bin raus.